Die größte Bootsausstellung der Bundesrepublik, die Boot 74, wurde heute in Düsseldorf eröffnet. Über 700 Aussteller aus 23 Ländern führen hier bis zum 27. Januar ihre Produkte vor. Die Freunde des Wassersports haben die Qual der Wahl zwischen 1400 Motor- und Segelbooten sowie entsprechendem Zubehör. Hier ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas zu haben. Das teuerste Boot kostet 1 Million, das billigste um 100 Mark. Die Preise sind dabei im Vergleich zum Vorjahr um etwa 5% gestiegen. In der Fußball-Bundesliga gab es heute folgende Ergebnisse. Frankfurt-Kaiserslautern 3:1, Essen-München 0:1, Hannover-Stuttgart 3:0, Bremen-Bochum 1:0, Schalke-Hamburg 3:1, Berlin-Mönchengladbach 3:4, 1. FC Köln-Duisburg 5:1, Düsseldorf-Fortuna-Köln 5:1. Das Spiel Wuppertaler SV gegen Kickers Offenbach ist ausgefallen. Die längste Theke Europas. Und Theke, das heißt Bier und vielleicht noch ein klarer dazu, vor allem aber Bier. Altbier, obergäriges Bier, das in scheinbar nie versiegenden Strömen aus Fässern gezapft wird, die auf der Theke stehen. Altbier aus der Leitung gilt schon als Sünde wider den guten Geschmack und schädigt das Geschäft. Hier im Ürige laufen am Tag bis zu 30 Hektoliter durch die Hähne. Alle Viertelstunde leert man auf jeder der zwei Theken ein 50 bis 60 Liter Fass. An Tagen, an denen die Kehlen der Gäste besonders trocken sind, alle 10 Minuten. Hier ist mein Zuhause, also Zuhause, Ürige, Volker 9, Dr. Jazz, Nehmann, Pötzke, überall so ein bisschen, aber man sucht sich schon die Lokale irgendwie heraus. Ne? Je länger eine Theke ist, umso mehr Menschen braucht man, um sie zu füllen. Und so viele Leute auch behaupten, sie kennen die Altstadt, so wenige kennen sie wirklich. Denn jeder weiß nur um seinen Teil, seinen Kreis, seine Pinten. Kaum einer um die des Nachbarn.